Hallo Pferdeleute, ihr habt ja Samstag schon das Video von der Showmanship gesehen, was ich auch kommentiert habe. Wir sind hier auf der Klinik, die All-Novice-Show in Overath und hier zeigt jetzt die Larissa die Rennschreiding. Erst Schritt, dann normaler Trab und jetzt Extended Trab. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Sie hat halt jetzt hier in den letzten beiden Kliniks tatsächlich das Correction mit drauf getan, da reitet sie auch zu Hause mit. Weil sie einfach so schwer zu kontrollieren war. Das muss sie ab nächsten Turnier dann auch einhändig zeigen und hier die letzte Chance nochmal nutzen, das auch beidhändig zu machen. Die Drehung ist jetzt nicht so schön. Das war auch schon in der Showmanship schon so. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie einfach so ein bisschen zäh reagiert hier auf dem Turnier. Ob es daran liegt, dass es das erste Turnier ist oder einfach, Larissa ist ja dann noch krank geworden am nächsten Tag und haben auch abgebrochen. Das sind immer so Sachen, die man letztlich da nicht weiß. Aber an sich zufrieden, Schweifpendeln haben wir gut angaloppiert. Jetzt der Extended Loop müsste jetzt kommen. Ja, ist kaum zu erkennen. Sie nimmt sie auch relativ kurz, weil sie neigt sie dann eben bei den anderen Prüfungen auch mal zum Losstürmen. Und sie soll sich ja auch so ein bisschen mal versammeln lassen. Das ist zu Hause alles super machbar auf dem Turnier. Halt wirklich, wirklich schwer. Ja, auch das Anhalten ein bisschen schräg geraten. Da sieht man halt auch so, dass die Harmonie nicht so ist, wie wir sie letztes Jahr eigentlich hatten. Dann zeige ich euch jetzt den zweiten Durchlauf. Schritt eigentlich gut. Auch beginnende Haltung halt, ne, das war letztes Jahr eben nicht so gut. Da ist sie immer sehr auseinandergefallen. Jetzt lässt sie sich schon eher so ein bisschen mal versammeln oder einengen. Den Extended konnte man ansatzweise, finde ich, sehen. Mit dem Seitwärts war die Richterin beide Male nicht zufrieden. Wahrscheinlich, weil es doch eher ein Schenkelweichen ist und auch das Weifschlagen da noch. Man muss auch sagen, die war langsam durch. Das war die vorletzte Klinik. Freitag war auch schon der Trail am Vortag. Dann mehrere Prüfungen. Aber wir wollten gern, dass sie das mal lernt und dass sie das lernt, ohne Turnierdruck zu haben. Antraben fand ich jetzt auch sauber, wieder das sehr schöne Pendeln des Schweifs. Der langsame Galopp und gucken wir, ob jetzt der schnelle klappt. Und da ist sie dann leider ausgefallen. Bei manchen Disziplinen war der zweite Durchlauf dann ja wirklich besser. Bei der hier eher nicht. Das fand ich jetzt schon deutlich kontrollierter als beim ersten Mal. Aber sie muss echt was tun, damit die nicht losbrettert. Und wie das dann einhändig werden soll, das werden wir dann beim nächsten Turnier sehen. Wenn es sein muss, muss sie halt reingreifen. Das ist halt so. Das Schöne bei diesen Correction Bits ist halt, die haben Gelenke. Schief ist rückwärts leider. Schöne an den Corrections ist halt, dass die halt Gelenke haben, nicht wie eine Kandare sind und deswegen auch beidhändig eingesetzt werden können. Wenn ihr dann, wie gerade in dieser Szene seht, ne, da geht sie dann wirklich sehr gegens Gebiss. Das liegt halt wirklich daran, dass sie sich festmacht, nicht, dass der Reiter zu hart einwirkt oder das Gebiss zu scharf ist. Und sie macht sich fest, wahrscheinlich wegen dieser langen Pause und dem langen Winter. Und da muss sie erstmal wieder ins Turnierleben reinkommen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal seht ihr dann die Horsemanship. Da hat die Queenie also auch tatsächlich gebockt und ist gestiegen. Und die Reining seht ihr noch und am Ende den Trail, der auch nicht so gelungen war, auch mit ein paar Bocksprüngen. Also es gibt was zu gucken. Dann danke ich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.